Ramos, el partido. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund nach dem Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam. Endstand 1:3. Marco, darf ich dich um dein Statement zum Spiel bitten und sicherlich zu den spielentscheidenden Szenen? Ja, wir haben 3:1 verloren. Ich finde insgesamt eine bittere Niederlage, vor allen Dingen aufgrund des Zustandekommens. Ich glaube, dass wir gute erste 25 Minuten hatten. Gut im Spiel waren, Möglichkeiten hatten, Ajax nicht großartig ins Spiel haben kommen lassen, wenig bis gar nichts zugelassen haben und bekommen dann eine rote Karte, die natürlich keine rote Karte ist. Dann wird es schon grundsätzlich erstmal schwierig. 60 Minuten Unterzahl gegen Ajax Amsterdam, das ist eine Menge Holz. Trotzdem sind wir 1:0 in Führung gegangen, nehmen das mit in die Pause, kommen auch gut raus aus der Pause, verteidigen das gut. Ich finde auch, dass wir in den ersten 15, 20 Minuten zweiter Halbzeit fast gar nichts zugelassen haben. Natürlich hat Ajax dann viel und mehr den Ball, aber Großchancen hatten sie kaum. Verlieren dann mit Marius noch unseren dritten Linksverteidiger, mehr oder weniger, weil er ja dann auch ein paar Minuten schon in Unterzahl gespielt hat und wir ja keine anderen Probleme haben. Und hinten raus macht Ajax dann einfach nochmal auch über die Qualität, die sie natürlich haben, über zwei Flanken zum Tor. Dann zwei Tore zur Führung und als wir dann nochmal einfach die Jungs mit ihren letzten Kräften versucht haben, irgendwie an den Ball zu kommen, was schwierig ist, gegen Ajax Amsterdam in Unterzahl mit 60 Minuten in den Beinen, haben wir dann noch das dritte kassiert. Wie gesagt, insgesamt kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Hat es in Gleichzahl sehr ordentlich gemacht, in Unterzahl gekämpft. Und jetzt stehen wir da mit 6 Punkten, fahren als nächstes nach Lissabon und müssen dort dann versuchen, die Punkte zu holen, um weiterzukommen. Danke. Danke, Marco. Wenn damit noch nicht alle Fragen beantwortet sind, dann darf ich um eure Fragen bitten. Patrick Berger, Sport 1, bitte. Kein Mikrofon, ich rede ein bisschen lauter. Marco, wie hast du die Szene gesehen? Platzverweis an Mats Hummels, überzogene Entscheidung oder richtige Entscheidung? Ich weiß nicht, gibt es hier irgendjemand in dem Raum, der sagt, dass das eine rote Karte sein kann? Ja, gibt es irgendeine Person, die sagt, das ist vertretbar, dort rot zu geben? Ich finde, es ist vertretbar, rot zu geben, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich nochmal die Bilder anzuschauen, weil es im ersten Moment möglicherweise ein Tackling mit sehr hohem Tempo auf Rasen war. Der Spieler natürlich auch, warum auch immer, das muss ich auch ehrlich sagen, danach Kino macht, als ob ihm jemand da komplett in die Beine gefahren wäre. Aber man sieht ja, dass Mats ihn eigentlich gar nicht trifft, sondern dass er auf Mats seinen Fuß springt. Und wenn man in der heutigen Zeit die Chance hat, Dinge, Fehler zu korrigieren, über die Möglichkeit, sich Situationen nochmal anzuschauen und das dann auf unerklärliche Art und Weise einfach vertan wird, weder über ein Signal aus dem VAR-Raum, wo man die Chance hat zu intervenieren, noch aus eigenem Antrieb auch, wenn man schon das Gefühl hat, es dauert alles ein bisschen länger, man checkt das nochmal, dann ist das für mich schwer nachvollziehbar. Sebastian Wessling, glaube ich, hatte noch eine Frage, der tippt noch. Ich kann Multitasking ein bisschen. Ich meine, wir reden ja jetzt schon seit Ewigkeiten immer über die vielen Verletzten. Das häuft sich jetzt auch noch da so in der Art, finde ich, dass euch sehr, sehr viel Tempo verloren gegangen ist, gerade auch in diesem Spiel. Inwieweit ist das ein Problem? Dass uns Tempo verloren gegangen ist? Ich finde, es waren jetzt viele Spieler auf dem Platz, die natürlich großartige Qualität haben, aber wo Tempo jetzt vielleicht nicht die allerhervorstechendste ist. Weil eben ja auch viele andere gefehlt haben, oder sehe ich das falsch? Ja, ist durchaus richtig, aber wer von denen, die uns fehlen? Erling ist ein Tempospieler, Emre hat hinten anständig Geschwindigkeit, Rafa ist jetzt nicht zwingend ein Tempospieler. Ich glaube auch einfach, dass das unser Kader ist. Jadon Sancho ist nicht mehr da, das wissen wir alle. Bitte? Mo ist ja auch in seiner Aktion. Ja, aber Mo ist ja jetzt kein Pfeil, also Mo ist ein herausragender Fußballer und hat
hat Dynamik. Ich glaube, dass wir heute schon mit Marius einen Tempospieler am Feld hatten, der allerdings linker Verteidiger spielt. Der musste raus, das ist sicher richtig. Wir haben mit Ansgar und Donny dann nochmal Tempo nachgewechselt, mit Tiki Physis gehabt. Es ist grundsätzlich ein Problem für uns, dass der nächste Spieler ausfällt. Und zwar ist das der dritte Linksverteidiger übrigens, der gerade sich verabschiedet hat. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, Ihre Mannschaft trotz seit Wochen diesen immensen Problemen. Fürchten Sie, dass jetzt so eine Niederlage, auch in der Art, wie sie jetzt heute zustande kam, dass das vielleicht für die Moral mal einen richtigen Knacks geben könnte? Nein, das glaube ich nicht. Es ist Fußball und wir haben in 3 Tagen ein ganz schwieriges Spiel in Leipzig. Und natürlich macht es das alles nicht leichter, aber wir kommen morgen zusammen, werden jetzt eine Nacht drüber schlafen, möglicherweise nicht ganz so gut. Und morgen geht es dann weiter, dann regenerieren wir, dann bereiten wir uns auf Leipzig vor und dann werden wir auch wieder 11 Jungs aufs Feld schicken, die sich reinhauen. Und am Ende werden wir jedes Spiel gefordert. Und ich glaube aber nicht, dass das in irgendeiner Form was mit unserem Vertrauen macht oder dass uns das einen Knacks gibt. Ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, Patrick Berger hat noch mal eine. Marco, würdest du sagen, oder Frage mal gestellt, fehlt der Mannschaft in der Breite so ein bisschen die Qualität? Ich meine, klar, wir reden über die Verletzten, da fehlen viele, da fehlen gute Spieler, aber noch einige, ja, die in der Elfer vielleicht noch gewesen, die das Spiel ergänzt haben, die vielleicht von der Qualität nicht ganz so das Niveau haben. Siehst du das auch so, oder? Also ganz ehrlich, wir reden hier von meinen Jungs und auf meine Jungs lasse ich nichts kommen. Und ich bin froh über jeden, der da ist und über jeden, der sich reinschmeißt, der sich stellt, der bereit ist. Natürlich, wenn du so viele Verletzte wie wir hast im Moment, dann macht das was mit der Mannschaft. Aber wir gehen den Weg gemeinsam und wie es immer ist im Profifußball, wird man dann natürlich irgendwann ein Fazit ziehen, analysieren, am Kader was machen, aber dafür haben wir im nächsten Sommer dann möglicherweise Zeit. Und bis dahin, glaube ich, sind wir gut aufgestellt und haben im Moment einfach zu wenig gesunde Spieler. Gibt es noch Fragen? Dem scheint doch nochmal Dirk Krampe. Jawohl. Ja, ich frage nochmal einmal, wie sehen Sie jetzt die Ausgangslage in der Gruppe? Gibt es in 3 Wochen das Endspiel in Lissabon, muss man das so sagen? Ja, die Konstellation ist so, dass wir 6 Punkte haben, Lissabon 6 Punkte hat. Es gab das erste Duell hier, es gibt dann das zweite Duell, dann entscheidet das direkte Duell. Natürlich ist das ein wichtiges Spiel für die Gruppenkonstellation, um hinten raus dann die Dinge in der eigenen Hand zu haben. Das ist ja klar. Sebastian Wessling möchte auch noch mal. Ich weiß nicht, ob ich es gerade nicht verstanden habe, beziehungsweise ob Sie es gesagt haben und ich es nicht gehört habe, so rum. Marius Wolf fällt ja erstmal aus, vermutlich. Kann man da schon irgendwie absehen, was das jetzt ist, wie lange der jetzt auch dann fehlen wird? Ja, es ist eine Muskelverletzung. Und bevor er mich dann morgen und übermorgen wieder fragt, ob wir das im Griff kriegen oder haben, Marius hatte aus dem letzten Spiel einen Schlag am Oberschenkel, musste heute 60 Minuten in Unterzahl spielen und es ist dann einfach irgendwann zu viel. Er hat gut gegessen, er hat gut geschlafen, er hat gut trainiert, der ist gut trainiert, also da müssen wir durch. Dann sage ich Dankeschön. Einen guten Abend, eine gute Nacht und bis bald. Ciao.